Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit mal wieder ein Kochvideo, kann man das nicht nennen, auf jeden Fall ein Rezept auf Kais Kanal. Zuallererst möchte ich euch präsentieren ein Geschenk meiner, oh, ein bisschen staubig, egal, ein Geschenk meiner treuesten Fans, meine neue Schürze. Ihr seht ja an meinen Abonnenten, dass ich eine riesige Reichweite habe. Und das ist noch nicht alles. Dazu haben sie mir auch noch ein, nein, zwei sogar von diesen Exemplaren, Küchenhandtüchern geschenkt. Vielen Dank an meine treuesten Fans. Dabei handelt es sich um meine Cousine und meine Mutter. So, was machen wir heute? Wer kennt es nicht? Man hat keinen Bock, irgendwie Soße zu machen oder auf jeden Fall keine Zeit dafür für Pasta. Und da kommt Pesto ins Spiel. Pesto geht schnell. Oder man kauft sie, aber wenn man sie kauft, dann hat man diese Billigsoße, da sind keine Pinienkerne drin, da sind zum Teil Erdnüsse drin, keine Ahnung, was sie noch benutzen, um das zu machen, und die schmeckt einfach nicht. Pesto ist ganz schnell einfach gemacht und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Brauchen wir nun zunächst eine Handvoll Basilikumblätter, das sind ungefähr so 20, 25 Stück, eine Knoblauchzehe. Olivenöl, eine Handvoll oder etwas mehr Pinienkerne, die ich gleich in der Pfanne rösten werde. Parmesan oder in meinem Fall, weil es keinen gab, Grano Padano. Der Unterschied ist nicht riesig. Ich glaube, der reift etwas weniger, nicht 12 oder 10 Jahre, keine Ahnung. Aber den kann man genauso gut benutzen. Ist, glaube ich, sogar etwas günstiger als Parmesan. Etwas Salz. Ein Gefäß, um das Ganze nachher zu mixen. Und in das Gefäß erstmal die Basilikumblätter. Öl für diese Menge würde ich sagen, so, das sind 20, 25 Blätter, ca. 10 Esslöffel Olivenöl. Knoblauchzehe. Eine Prise Salz. Und jetzt fehlen noch die Pinienkerne. Die röste ich jetzt in der Pfanne. Die Pinienkerne röste ich jetzt in der Pfanne ohne Öl an. Dabei sollte man dabei stehen bleiben, denn die dürfen nicht schwarz werden, sonst werden die ganz bitter. Braun werden lassen. Die Pinienkerne sind jetzt angeröstet und ich füge sie den anderen Zutaten hinzu. Und das Ganze jetzt gut mit dem Stabmixer durchmixen. Zum Schluss noch etwas Parmesan zum Pesto reiben. Ich sehe schon, da geht etwas daneben, ist aber scheißegal. Und übrigens, wie ich schon eben sagte, ist es nicht Parmesan, sondern Grano Padano. Das reicht. Einmal umrühren. Fertig ist das selbstgemachte Pesto. Ja, fertig ist das Pesto. So einfach stellt man selber Pesto her. Man kann es für Pasta benutzen,
Aber die Soße ist vielfältig. Ich benutze sie zum Beispiel auch für Gambas. Viel Spaß beim Nachmachen. Und das war's. Guten Appetit.